das war bestimmt viel Arbeit. Okay. Ja, du als Hacker oder so, ne? Oh, ich bin kein Hacker, ich bin Fairplay-Gamer, Alter. Jo! Hm? Zieh jeden originalen Headshot und knallst in die Fresse, Mann. Das sagt ein Pro, ne? Ja, ist so, Mann. Und ich hab zuerst Pokémon gespielt, auch in Game Boy Advance, wo ich 8 Jahre war oder so. Keine Ahnung. Da hat er sich noch, also da hat der Max echt sich, der hat sich so geil gefühlt, der hat sich dabei, ne? Und hatte danach Bock mit der Michelle gehabt. Welcher Michelle? Memphis. Feuerigel Level 14. Sehr stark. Und Igel schreibt mir mit I. Ich weiß. Kukuna. Oh, der hat ein Hornio, Kukuna und Bibor. Mir fällt auch irgendwie auf, dass in den Spezialisierung bessere Pokémon kommen, stärkere Pokémon und bessere wilde Pokémon, also auch mal andere. Mal schauen. Vielleicht kommt der ein oder andere Hack mal dran. Aber ich weiß es nicht. Axel wurde besiegt. Axel. Ich hab Axel. Axel Schweiß. Hey! Max, Feuerige entwickelt sich! Oh nee! Okay, das ist ja echt und ein Igel. Und ein Glückwunsch, dein Feuerigel wurde zu Igelava. Das kennt ja geil, Alter. Ich kenn doch Feuerigel oder Riegel, keine Ahnung. Ich hab auch einen Riegel, aber okay. Ein Kotriegel. Endpost. So, Sunny, Feuerigel haben wir hier und jetzt werden wir mal. Ja, was werden wir trainieren? Wir werden Feuerigel ein bisschen trainieren, da Triton und. Ach so, nein, das sind Käfer. Kämpfe. Die ganzen Pokémon kenne ich ja noch gar nicht. Sunny, Sauger. Tucano. Sauger ist ein Super, Triton ist ein Quapsel und Feuerigel ist ein Igelava. AK Feuerigel. Weißt du was? Wir können mal gleich Triton in den Kampf schicken. Da ist hier, ich hab jetzt gemeint, das ist irgendwie so ein Pflanzen. Trainer, was ich wusste, scheiße. Wenn es um Käfer-Pokémon geht, meine Forschungen machen mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Du Grünschopf! Auf geht's! Erstloch! Anspucken. Aber der ist echt nicht ohne, der Leiter Kai möchte kämpfen. So, ein Subcon Level 14. Nein, er hat einen Sichlor, das weiß ich jetzt schon. Aber wir setzen einfach mal eine schöne Aquaknarre ein und ertränken ihn. Kann, sagt man eigentlich, schwimmen? Dann Flügel. Ja, danach hast du Flügel mit Smetbo. Aber muss man denken, wenn man Saftkorn in die. Oder einen kleinen Stein ins Wasser schmeißt. Verreckt, Alter. Oh. Was würde er sich alles denken? Echt, ey. Ach du Scheiße. Aber musst du dir echt mal denken, ey. Oh, das Härtner regt mir auf, ja. Der David hat sich auch schon mal echt gefragt, warum es keine Pokémon gibt und so ein Zeug. Ja, auf. Nein, ich hätte mich den Pokémon. Ja, ohne Witz wäre voll geil. Ich wünsche mir so eine originale AWM-Sniper. Wird jeden Türken einen Headshot ziehen, Alter, mit dem Knallkill. Ich bin nicht rassistisch. Nein, was hast du gerade eben gesagt? Irritier es bitte, ja? Yeah. Oh, Härtner? Ja, vorne. Max, der ist Kuguna schon irgendwie aus wie so ein Dildo. Der Kopf ist die Eichel. Oh, der Paul. Die Kuppel. Nein, wir wollen ja hier, das schauen ja, glaube ich, auch 8- und 9-Jährige. Also wie gesagt, wie im letzten Part, das war jetzt wirklich ernst, da haben wir über Japan gesprochen und über die alten Pokémon grüne Edition, die gab es ja früher nicht. Max weiß, die Pokémon Blau, Gelb und Rot gab's, ne? Ja. Boah, Sichlor. Und weißt du, warum es keine Pokémon grüne gab? Nein. Das war wegen... Ach du Scheiße. Das war wegen einem Vorfall in Japan, und zwar gab es in Lamandia gab's eine Musik, die wo wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr anstoßend auf kleine Kinder war, und die haben danach Selbstmord begangen, haben sie entweder ertränkt im in der Badewanne oder sind von hoch rausgesprungen, weil die... Scheiße, echt so leid, du.
Geil. Nee, aber das war vielleicht wirklich so. Weil die haben, wenn du dir, gib dir mal den letzten Pokémon Kristallbad da in der Videobeschreibung, da habe ich den, da habe ich das Video mal, wie heißt das? Ja, reingetan. Schau dir das mal an und mal schauen, ob du den Ton hörst. Also das hören wirklich nur noch, noch Kinder. Also wir Erwachsene hören das nicht mehr. Das ist so ein Ton, das hört nur, hören wirklich nur die Kinder. Wo ist das? Beim, ja, beim siebten oder beim beim letzten Part, wo ich hochgeladen habe. Okay. Naja, jetzt hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben, aber wir nehmen, aber wir schaffen es nicht, Leute, das verspreche ich euch, Jungs. Und Mädchen natürlich. Und Chinesen. Und Chinesen natürlich, also. Oh, du und dein Rückzug da. Der weiß immer, dass das ein K.O. geht irgendwie. Sehr komisch, aber wir haben unsere zwei Feuerpunkte und kann nichts passieren. Los, Ingelaber! Heiz ihn mit deinem Glut ein. Oder Rückzug geht auch, scheiße. Einfach jetzt down machen und den Krüppel endlich besiegen. Was hat denn der für einen Penis zwischen die Beine? Schau mal, was der für einen Penis zwischen die Beine hat. Boah, das ist ja ein Biggie Dick. Oh Mann, ich darf nicht darüber reden. Ja? Heißt der Pop? Wie, was soll denn das jetzt heißen? Da wo ein geiles Lied ist, wo nur die Kinder hören. Erstaunlich, du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst, nimm diesen Orden und verpiss dich. So, ja, wie soll... Ja, Insektenorden! Insektenorden, okay. Warum kein Insektenorden? Naja. Insektenorden, ja. Ey. Peinlich. Ja. Egal, Leute. Gib mir mal einen Ordner. Okay. Kommst du dir auch immer scheiße vor? Ja, ja, ja. Ja, wenn ich mir ein Facebook edit oder so. So. Ja. Scheiße. Wissen wir uns als nah. Scheiße. Okay, ich sag lieber nichts. Ich denk mir dann immer, oh, was denken die sich jetzt? Wegen der Nachnamen, ne? Oh, David ist so geil. Oh, die flirtet mit dem Flecknom. Flecknom. Zu ficken. So, dann haben wir unseren. Wie viel Orden ist das? Ich glaube, das ist jetzt der dritte Orden. Schauen wir mal. So, unser Pokédex ID Nummer 57229. Unser Geld besteht aus 10.401 Pokédollar. Unser Pokédex zeigt uns an. 7 Pokémon haben wir gefangen. Oder auch. Nee, gefangen, ja. Spielzeit 5 Stunden 57 Minuten. Und das ist erst unser zweiter Orden. Aber nichtsdestotrotz, es wartet noch weitere spannende Abenteuer hier mit uns. Dann bewerten wir hier diesen Part, oder besser gesagt, diese Aufnahmesession vorerst beenden. Danke, 30 Jahre. Leute, und bis zum nächsten Part zu Angela Day. Let's play. Danke, dass du dabei warst nochmal. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder mit 13 Drachen jetzt bei einem weiteren Let's Play, vielleicht aber auch bei einem Together, man weiß nie. Jo. So Leute, bis dann und ciao! Ciao!